Hallo, herzlich willkommen bei HIZ, dem Video auf heinzschmitz.org. Rudi ist wieder zu Besuch und Rudi hat ein Thema mitgebracht, das würde ich so überschreiben. Der Spion im Wohnzimmer. Erstmal herzlich willkommen, Rudi. Rudi, schön, dass du mal wieder in Bierenbach bist. Der Spion im Wohnzimmer ist an sich eine Sache, die von den Anbietern als großer Fortschritt erklärt wird und den wir gar nicht so unkritisch sehen. Ja, gut. Das Ding ist, schaut ganz harmlos aus, ist ein Lautsprecher, zylindrische Form, das sehen Sie sich ja auf dem Bild. Ne? Das ist hier. Das ursprünglich für Wohnzimmer, hier in der Küche aber gezeigt, also ein Lautsprecher. Und das ist aber ein Lautsprecher, der zuhören und sprechen kann. Also etwas anderes wie ein Lautsprecher. Mhm. Also erstmal sehen, dass das Ding heißt Echo von Amazon. Oktober für Deutschland. In den USA schon seit zwei Jahren. Und was, ja, das ist im Prinzip erstmal ein Lautsprecher, also ein Musikplayer, der online aus den Streamingdiensten Musik mit abspielen dem ich alles kann. Mögliche machen kann. Und der ein Mikrofon drin hat. Eine Spracherkennung drin wäre falsch. Nee, der hat 7 Mikrofone drin, er kann also Sprache aufnehmen, er kann zuhören. Mhm. Der Lautsprecher, der zuhören kann. Ja, und ist ja nichts Neues. Nee. Wir haben das ja auf Smartphones und überall diese Spracherkennung, die da läuft. Ja. Und was ja passiert ist, auch genau hier bei dem, wir können mal hier zeigen, da ist der Aufbau, hier bei dem Amazon Echo, er nimmt die Sprache auf, er reagiert auf ein Kommando, in dem Kommando Fall Alexa. Alexa. Und was mache ich, wenn meine Frau Alexa heißen würde? Mhm. Braucht die neuen Kosenamen. Genau. In irgendeinem Forum stand dann auch, dann muss man eben der Frau andere Kommandos geben als dem Alexa, hol ein Bier, ja, das kann ich mit der Lautsprecher nicht. Also, wenn man irgendeinen Satz mit Alexa einleitet, mhm. Alexa, wie ist das Wetter? Mhm. Dann wird alles, was nach Alexa ist, in die Cloud geschickt, also online nach Amazon übermittelt. Dort mhm. ist Rechenkapazität vorhanden, Rechner haben die ja genug. Da erfolgt eine Sprachanalyse. Sprachanalyse und Ablegen von Situationen, also Datenbank und Spracherkennung, mhm. sind die beiden IT. Und der versucht dann eben aus dem Satz zu ermitteln, was man will und liefert, wenn möglich, die entsprechenden Antworten. Die ja irgendwo abgelegt sind. Darum sage ich, man erkennt den, die Frage, sucht danach und holt es dann raus, das ist ja Datenbank. Das ist die Datenbank, die dahinter steht. Und zwar objektorientierte Datenbank, also keine... Wir haben das mal versucht rauszukriegen, welche Spracherkennung dahinter ist. Da reden die nicht von. Da schweigen sie alle ganz gern. Denn ja. Was mich ja erstaunt hat, ist, dass fast zum gleichen Zeitpunkt eine ganze Reihe von Anbietern plötzlich mit Spracherkennungslösungen rauskommt. Wir haben hier mal ein paar aufgeführt. Das ist zum Beispiel hier das Siri von Apple, das auf dem Smartphone vor allen Dingen läuft. Auch auf dem Smartphone läuft Cortana. Nee. Auf Smartphone, das ja. Das Smartphone läuft Cortana. Aber auf dem Microsoft-Smartphone, richtig. Auf dem Microsoft-Smartphone, beziehungsweise ich kann es hier mal zeigen. So sieht es denn hier unten, unten in der Ecke. Unten links in der Ecke ist eben der Start von Cortana, der bei Windows 10 immer im Hintergrund mitläuft. Man kann den nicht mal abschalten. Gut, Siri ist eben die Apple-Lösung. Ja, und dann haben wir noch bei Google, das heißt Google Now, also das auch, ist, auch auf dem das Smartphone. Das ist dann hier, kriegt man auch auf dem Smartphone einfach mitgeliefert. Dem kann man sich auch nicht widersetzen, man muss das Mikrofon einfach ausschalten. Allerdings im Unterschied zu Siri und zu Cortana, Google hat auch ein Gerät angekündigt. Dieses Jahr auf einer Entwicklerkonferenz sieht ganz ähnlich aus hier. Da haben wir das zufällig etwas vorbereitet. Google Home, also auch ein Lautsprecher, der zuhören das kann. Das ist ein ähnliches, die Idee, die dahinter ist, ist wahrscheinlich die ähnliche wie bei, achso, das war nur ein anderes Bild, die ähnliche wie bei Amazon. Wie bei Amazon Echo, ja. Wobei die... Ja, Amazon kann man ja noch verstehen, was sie damit wollen. Da kann man dann direkt, liefer mir mein Buch, schick mir Buch sowieso. Also Amazon ist ja ein Vertriebsladen, ein Gerät, Produkte, alles. Buch alles. War ja nur der Anfang. Ja, das ist eine Motivation, die kann man noch verstehen, dass die darüber das liefern wollen. Bei Google habe ich ja den Verdacht, wir haben den Verdacht, dass es einfach nur um Datensammeln geht. Es geht ja alle um Datensammeln, aber ist es jetzt käuferorientiert?
In Wirklichkeit geht es darum, was ist das per se Gerät im vernetzten Home? Es geht also um Smart Home im Nebeneffekt. Und um das Profilieren der Leute. Ja, Smart Home zum Beispiel, dieses Amazon-Ding, die Deutsche Telekom wird mit Echo Alexa, mit Alexa zusammenarbeiten. Und die Telekom will natürlich auch im Smart Home mitmischen. Also es geht schon um Smart Home und all die Bequemlichkeiten, die zu Smart Home gehören. Ich meine, wir kennen es ja vielleicht noch früher aus sogenannten Science-Fiction-Serien aus den 60er Jahren, als wenn Captain Kirk seinem Scotty irgendwas über seinen Kommunikator sagte. Scott, beam mich rüber. Nee, das hat er ja nie gesagt. Er hat gesagt, Scotty energize. Ja, aber in der Übersetzung hieß es so. Ja. Und etwas Ähnliches treffen wir ja hier. Das eben so ein, wie man hier in diesem Szenenbild von Amazon sieht, dass Echo irgendwo in der Küche rumsteht, genau, und dann auf Kommandos achtet. Auf Alexa eingeschaltet wird und dann diese... Und wenn die Dame Alexa heißt, okay. Was sagt der Alexa, Prost? Aber hier geht es um Komfort im Home, also da kann man dann auch... Das ist das, Rollladen, was man angekündigt hat. Ist ein Teil der Smart-Home-Bewegung. Ja, hier bei Amazon sagt, die haben mit einigen Anbietern, arbeiten die schon zusammen. Ja, ja, ja. Also es gibt ja ein Smart-Home, einen Standard, den erfüllen sie noch nicht. Aber es gibt so Philips und ein paar Anbieter, die... Das sind die Verhandlungen, die im Gange sind, die sind ja auch... Für Europa dann unterschiedlich im Vergleich zu Amerika. In Amerika gibt es schon seit 2 Jahren. Auf dem Bildschirm sind das die Firmen, mit der zusammenarbeiten. Ja, Tado. BMU, Tado Energy, Philips ist noch dabei. Philips ist U. Das ist Philips. Also da sind schon ein paar Anbieter, die mit denen zusammenarbeiten. Da kann man wirklich sagen, Licht an, Licht aus. Das ist eine Plattformentwicklung, wo es um Butter bei die Fisch geht. Eindeutig. Spracherkennung. Ist ja nichts Neues. Nee. Die erste Spracherkennungsentwicklungen begannen in den 1960er Jahren schon. Ja. Damals waren es, Chomsky, Weizenbaum, Kurzweil später. Die AI-KI-Forscher an der Ostküste. Ja, die haben angefangen, das zu machen, waren allerdings nicht sehr optimistisch. In Deutschland gab es dann zuerst in Saarbrücken und Stuttgart Studiengänge dafür und Entwicklung. Es gibt auch einen Algorithmus, den wir zusammenstellen, die Saarbrücker Pipeline heißt die, wie man Sprache segmentiert und erkennen könnte. Aber die Entwicklung der damaligen Chips war nicht so. Also, dass es so eine Explosion gibt in der Leistung der Chips, konnten die nicht ahnen. Darum waren sie skeptisch. Klar. Was richtig an die Öffentlichkeit kam, ist allerdings eher durch eine Spielshow. Wir haben da zufällig was vorbereitet. Das war im Februar 2011, Jeopardy, der Watson oder die Watson Software, muss man ja sagen, die Watson Software gegen die besten menschlichen Kandidaten gewonnen hat, Watson von IBM, das ging durch die Welt. Watson ist heute dann auch in einem normalen Leben angekommen, läuft vorwiegend auf Power-Architektur. Läuft auf Power-Maschinen. Unter Linux. Unter SUSE Linux, das ist richtig, und ist ein Teil von einem IBM-Entwicklungsprogramm, das nennt man Cognitive Computing. Erkennendes Computing, Machine Learning und so weiter. Ich sagte ja so eben schon, wir sind nicht dahinter gekommen, welche Software Amazon, Google, Apple und... Also bei Apple habe ich was gefunden, das war ein Laden, der hieß Siri, den haben sie übernommen und die waren... Spracherkennungsforscher, also da war das aus dem Laden rauf, ein Startup. Aber bei den anderen habe ich nichts gesehen, woher die Ansätze kommen. Die hätten ja auch darauf zugreifen können, auf Watson zugreifen können. Wenn man die Weltherrschaft anstrebt, macht man eine permanente Kooperation. Es ist trotzdem erstaunlich, was uns ja überrascht hat, dass alle ungefähr zur gleichen Zeit rauskamen. Dass innerhalb der letzten 2-3 Jahre wenn man überlegt, von 1960, also 50 Jahre ist nichts passiert, sehr wenig passiert, und plötzlich kommen sie alle mit einer Spracherkennung. Ja, alle mit Ausnahme von einem. Ich warte darauf, dass der Zuckerberg auch noch daherkommt mit sowas. Ja, gut, der fehlt uns noch. Der wird sicherlich auch. Der kommt auch noch daher.
Vielleicht mit Mandarinen für seine chinesische Frau. Kann ja sein, dass da irgendwas dran ist. Gut, man muss auch mal sehen, was aus China noch kommt. Da laufen ja auch große Entwicklungen zurzeit. Oh ja. Ob da nicht auch noch eigene Sachen rauskommen. Ja, klar. Und die haben Geld haben sie wie Heu und haben auch einen ganzen eigenen Kulturkreis, eigene Schrift. Also die werden ganz sicher was machen. Ja. Der, wir sagten ganz am Anfang, die Amazon Echo ist in den USA schon 2 Jahre auf dem Markt. Und ich habe auch keine Klagen gehört. Ich habe nichts gehört von wegen, Echo funktioniert nicht und so. Also das scheint ganz gut angenommen zu werden. Ich denke mal, wenn wir USA sagen, Heinz, denke mal an die Vorläufer. Diese Hilfssysteme in den Autos zum Beispiel. So ein der OnStar-Button zum Beispiel bei General Motors und so. Ne? Ich habe einen Unfall, ich kann gleich Hilfe rufen. Also so in kleinen Details sind ja das schon erste Ansätze für sowas. Man versucht ja auch die Spracherkennung, die gab es auch schon im Navigationssystem, dass man Ziele eingeben konnte, einsprechen konnte, das ab und zu funktionierte. Das Auto wird sicher, vor allem mit dem Selbstfahren und dem unterstützten Auto, ist sicher ein Feld, wo das auch eingesetzt wird. Das so sicher wie das Amen in der Kirche. Ja gut, Apple und Google kämpfen ja schon um ihr Platz im Auto. Ja, also klar. Car Entertainment, Anbindung des Autos, Internet, und dann kriegen wir auch die Spracherkennung. Ja. Denn wir müssen es nochmal sagen, die Spracherkennung erfolgt nicht im Endgerät. Nee, die bei erfolgt allen. Auf dem Server. Das ist egal, ob man jetzt Cortana, Siri, ob man Alexa, Google Home nimmt, alle reagieren nur, das Mikrofon reagiert nur auf das Befehl, also auf Alexa, Siri oder sowas, oder Hey Google ist das eine, dann aktiviert sich das und alles, was danach kommt, übertragen alle in die Cloud und werden auf irgendwelchen Großrechnern irgendwo auf der Welt analysiert. Ist doch ganz einfach, wenn ich so eine starke Maschine mir in die Küche stelle oder ins Auto, das ist einfach zu, das geht nicht. Obwohl, Spracherkennung funktioniert ja auch auf dem PC. Du bist zum Beispiel ein Nutzer von Dragon, einer Diktiersoftware, die macht ja auch im Prinzip nichts anderes, als dein gesprochenes Wort oder deine gesprochenen Sätze zu analysieren und daraus Text zu formen. Ja, braucht aber einen Haufen Training und das gibt mir ja keine Antworten. Dragon ist Speech to Text, ja, ist, aber das ist doch was anderes, die bringen ja Ergebnisse. Das ist die Spracherkennungsteil, der ist in Dragon auch drin. Ja, gut. Nach einem anderen Hätten Algorithmus sie auch nehmen vielleicht. Können, ja. Was denn dazu kommt, ist das, was du sagst. Es kommt dahinter denn die Daten, die zur Verfügung Datenbank, stehen. Die Datenbank, die objektorientierte Datenbank. Amazon sagt zum Beispiel, sie bringen alle Ergebnisse, alles, was in Wikipedia ist, können sie auch auf Anfrage ausliefern. Und sammeln auch alles selber, was sie beantworten müssen. Ja, die haben in den USA 3000 Skills, nennen sie das, also 3000 Fragen, die immer wieder gestellt werden. Ja. Es gibt noch ein paar Sachen, die mir nicht klar sind. Was ist Mehrpersonenerkennung? Sprachsoftware wird normalerweise auf eine Person trainiert. Ja. Was ist aber jetzt, wenn 3 Personen durcheinander in einem Raum sind? Da haben sie sich noch nicht geäußert. Sie erkennen nur eine Person aus einer Menge raus, so wie ich es gelesen habe. Ja, Musik blenden sie aus. Ja, aber wenn mehrere Personen und die durcheinander reden würden, darauf reagiert das Ding nicht. Es muss eine Person das ansprechen. Eine Person muss Alexa sagen. Eine Person muss Alexa ansprechen. Und ob sie es denn... Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir werden es irgendwann mal ausprobieren und machen. Aber jetzt mal, gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Jetzt haben wir es, was wir im Wohnzimmer stehen haben, ist in Wirklichkeit ein Spion. Ja. Was wir heute schon, wenn wir Smartphone nicht aufpassen, nicht abschalten, können alle Daten, können die Mikrofone eingeschaltet werden, alle Daten können übertragen werden. Die machen es bewusst. Alles, was gesprochen werden kann, wird übertragen, wird ausgeliefert. Das gleiche im Auto. Je besser die Autosysteme werden, desto mehr ist das ein Spion. Ja, und ich meine, Amazon sagt, die hätten einen Mute-Button oben drauf und wenn der gedrückt wird, wäre das Mikrofon wirklich ausgeschaltet. Inshallah. Ist an sich eine seriöse Firma, glauben wir einfach. Ja, kann man halt einfach. Aber das, wir stellen uns, wenn wir sowas machen, die Möglichkeit, ausspioniert zu werden, ins Wohnzimmer, in die Küche, wo auch immer hin. Eine wachsende Tendenz. Und alle diese Sachen kommen aus den Vereinigten Staaten und die haben ein ganz anderes Problem oder ganz einen anderen Ansatz wie wir. Also wir sind da schon ängstlich und bewusst, nicht nur wegen German Angst. Den Ami macht das nicht so viel, also Hauptsache es ist bequem. Also das ist schon ein Thema. Kriegen wir dann vielleicht auch
Gut, bei uns wird es vielleicht etwas später Einzug halten, aber irgendwann ist es wahrscheinlich in die Haushaltsgeräte eingebaut. Okay. Wenn du dir einen neuen Mixer kaufst, dann kann der Spracherkennung. Dann redet der mit Amazon und sagst, dann, wenn du sagst, Alexa, ich brauche Mehl, dann steht dann am nächsten Tag der Lieferant vor der Tür und liefert dir das Mehl. Okay. Das sind so Tendenzen, die man sich vorstellen kann. Ja, das ist das Smart Home Thema unter jeglichen Blickwinkeln. Ja. Und was wir nur sagen können, empfehlen können, wenn man sich sowas anschafft, wenn man das wirklich, muss sich bewusst sein. Sei dir bewusst, was man da wenn macht. Wenn es dich stört, schaff es nicht an. Oder schmeiß es in den Mülltonne. Wenn du es schon hast. Also das war die Vorteile, die schöne neue Welt der Spracherkennung, die tja, vielleicht viel Bequemlichkeit bringt. Auf der anderen Seite ist es eben die Gefahr, dass man Daten liefert, die man gar nicht liefern will und dass man so ausspioniert wird, wie man es gar nicht möchte. Die Entscheidung, ob Sie das wollen, ich meine, so ein Amazon-Teil, so ein Amazon Echo kostet um 180 Euro oder sowas rum. Da zahlt man also noch für die Spionage. Na gut, zahlt man bei den Smartphones auch. Die Frage ist, ob Sie sowas wollen. Überlegen Sie sich genau, ob Sie die Bequemlichkeit gegen Daten tauschen. Und wenn Sie sowas kaufen, viel Spaß dabei. Schön, dass Sie dabei waren, denn das war das, was wir Ihnen heute erzählen wollten. Herzlichen Dank, Rudi. Einen wunderschönen Tag noch und auf Wiedersehen bald hier auf heinzschmitz.org. Danke dir, Heinz.